Hallo Leute, hier ist Mo von Gamezone TV und wir spielen wieder Let's Play Call of Duty 4. Das ist der 15. Part und los geht's. Der kommt frühestens in einer halben Stunde, Captain Price. Nicht gut, dann sind wir schon 10 Minuten tot. Jeder Ultranationalisten Psycho in Sakajews Tasche wird hier auftauchen, um alles abzuholen. Genau, wir platzieren Sprengsätze entlang der Alpha-Linie am südlichen Hügel. Und weiter entlang der Bravo-Linie. Wir stoppen sie auf dem Weg nach oben und halten die Stellung am Evakuierungspunkt in den Feldern rund um die Farm. Noch Fragen? Legen wir los. Ein Wort. Legen wir los. Go, go, go! 8 Stunden nach Al-Assads Tod. Auf in den Kampf, die Schwiegermutter naht. Sieg ist gewiss, klapper dir Gebiss. Die Hitze des Gefechts, Tag 4. Wir spielen wieder Sergeant Sobtavish. Briefkasten, ich töte dich nicht. Ah, dieses Level hatten wir schon mal. Das haben wir bereits eingenommen und jetzt müssen wir es verteidigen. Und wir haben eine... Wow, eine riesige Satellitenschüssel. Und da unten gehen Menschen. Und ich robb einfach mal mit ran. Und wird schon geschossen? Da! Aber es kommen noch viel mehr. Wie gut, dass ich die MG240 oder M240 Saw habe. Die pumpt ganz schön. Ich geb euch. Kann man sich daran verletzen? Kann man nicht. Okay. Es sind ganz schön viele und hier liegt eine Nate, die ich ganz mal zurückwerfe. Und das sind mir definitiv zu viele. Ich weiß nicht, wie lange wir die alle noch aufhalten können. Und Guess ist immer mit seiner G36 dabei. Warum hab ich keine G36? Ich mag G36. Ich mag aber auch Kekse. Und Milchreis. Und ich labere mal wieder totalen Stuss. Boah, Rauch. Verdammt nochmal, kommen hier noch viele? Also ich sehe überhaupt nichts mehr. Schießen wir einfach mal rein. Haben doch genug Muni. Gut, eigentlich nicht, aber... Egal, werfen wir wenigstens Nades. Nade, Eier. Ja, Minigun, geil. Kaputter Heli. Hier liegt irgendwo ein kaputter Heli, genau. Ein Blackhawk und ich gehe hier erstmal fett an die Minigun, die noch funktioniert natürlich. Captain Price. Schon mal ein bisschen dran drehen. Okay. Na, wo seid ihr? Da kommen sie! Immer alles kaputt. Ja, aber nicht mal alle kaputt, nicht. Zurück zur Taverne, alles klar. Bin ich der Einzige hier? Sind alle anderen schon weg? Was sollen wir? Ach so, die Zünder. Die Zünder, da haben wir einen. Ach so. Was feine, ne? Ey, da kommen ja schon welche. Ich zünde einfach alle, was soll's.
Was lacht hier eben? Irgendwas lacht doch hier eben. Ah! Oh fuck, ey. Ich hau ab. Javelin ist cool. Javelin macht Fun und ist cool. Und macht Spaß. Und es kommen immer mehr Healies. Klasse. Und ich hole mir jetzt die Javelin. Da ist sie. Ah, ich liebe Javelin. Wo war das? Ich finde das so gigantisch geil. Javelin. Anvisiert. Und los geht's. Und der letzte. So, ich behalte die trotzdem noch lieber dabei. So, überleben Sie, bis der Helikopter kommt. Alles klar, ich werde überleben. Vielleicht, ich hoffe es zumindest. Luftunterstützung, finde ich gut. Da so wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ich habe keine Nades mehr, so verwendet mal deren eigene Nade. Sensationell, ja. Ups. Holen wir noch mal ein bisschen da Luftunterstützung. Bewegung. Na los! Bravo 6, wir kommen ganz niedrig vom Süden über den Fluss rein. Begebt euch pronto zur Landezone Foxtrot am Fuß des Hügels. In irgendwas für 3 Minuten müssen wir die scheiß Landezone erreichen. Mir geht langsam die Muni aus. Gar nicht gut. Aber egal. Ein wahrer. Nein! Fuck, ich habe keine Muni mehr gleich. Und versteck mich im Vorratsraum. Danke. Oh. Ach, scheiße auf die Luftunterstützung. Irgendwie voll falsch gelaufen. Kommen wir hier runter? Ja. Kommen wir auch hier über den Zaun? Kommt man auch. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Nein, tue ich nicht. Sehr gut. Ja, geschafft. Seht zu, Leute. Oh, fuck. Da sind noch meine eigenen, ne? Noch nicht kommen, noch nicht kommen. Seht zu! Ich laufe auf der Stelle. Ach, erst kommen sie raus, ne? Nichts wie rein. Noch schnell einen Luftschlag geholt. Wenn der letzte reingeht, dann mache ich hier noch eine auf das Gebäude. Also, es geht jetzt schon, glaube ich. Jetzt aber weg! Weg! Los! Okay,
Jetzt äschern wir sie nochmal rein. Ja, das war Part 15. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich im 16. Ciao.